Leute, ich muss jetzt schnell sein, wegen meiner Streamerei. Ihr wisst es ja selber. Wo habe ich meine Handschuhe? So, die halbe Stunde ist um. Ja, sieht sehr gut aus. Machen wir den Backofen gleich wieder aus. So. Und jetzt so, steht drin. Moment. Die Springform lösen. Eigentlich hätte da ja jetzt ein Backpapier unten drunter gesollt. Hätte sollen tun, hatte ich aber keins. Nee, andersrum. Das Ding hier. Na, komm schon. Ich stelle jetzt kurz auf die Schüssel drauf. Hier Backpapier drauf, dann nehmen wir hier das Kuchengitter oder Tortengitter oder wie auch immer. Stürzen das ganze Ding einmal. Naja, und lassen den auskühlen. Kuchen und erkalten lassen. Ja, lass man jetzt erst kalt werden. Und das meinte ich eben vorher mit, das unten wird oben, das oben wird unten sein. Und ja, wenn er kalt ist, machen wir dann das Ding weg, die Platte. Okay, auskühlen lassen. So, Freunde. Hey, der geht gut weg. Wunderbar. Und jetzt müssen wir, muss ich den einmal durchschneiden. Puh. Dann nehme ich hier am besten dieses Messer. Nee, der ist noch nicht ganz ausgekühlt. Noch nicht ganz hundertprozentig kalt. Stelle ich den auf die Seite. Dann machen wir mit dem Maulwurfshaufen weiter hier. Hm. Schmecken tut's. Bananenschälen längs halbieren. Dann machen wir das schnell mal. Dann legen wir schnell die Bananen da rein. Hm, tatsächlich drei Bananen. So. Und Leute, ich habe die Schüssel nicht sauber gemacht. Ah, und den Sprengring. Ja, den brauche ich nachher erst. Was soll's? Was soll's? Dann nehmen wir halt die zweite Schüssel. Ich brauche jetzt 600 ml kalte Sahne. 100 ml kaltes Wasser. Das habe ich hier schon drinnen. Einen Schneebesen. So. Aber jetzt muss ich doch was spülen. Jetzt machen Sie hier auf der Packung auch noch Stress. Sprich, man soll jetzt die Sahne schlagen und dann den Packungsinhalt unterrühren
und dann sofort, nee, und dann sofort die Sahne unterrühren. Also mache ich jetzt erstmal die 600 Milliliter Sahne. Ich hoffe, das wird keine Butter. Das war auch so eins meiner Sorgen. Tja, und dann geht es mit der Schüssel weiter. Doch, das ist Sahne. Da ist bestimmt der Sahnesteif oder irgendwas mit drin. Wie lang ist eine halbe Minute? Menno. So. Die Sahne in zwei Portionen unterheben. Dann machen wir das. Ich hoffe, dass ich das richtig verstanden habe. Also jetzt dürfen mich die Damen gerne auch verbessern, kommentieren, falls ich hier was falsch mache. So habe ich das jetzt verstanden. Ich weiß auch nicht, ob das, wenn ich das jetzt mit dem Schneebesen mache, ob das auch unterheben ist. Ja. Oh, schön süß. So. Dann wollen wir mal das Ding hier zukleistern. Hey, du blöde Banane, drin bleiben. Ich rast aus, ich flipp aus. Mir da jetzt einfach den ganzen Batz da drauf und dann verteile ich das. Und dann hoffe ich, dass das blöde Ding nicht zu hoch wird, dass ich das noch in den Kühlschrank reinbringe. Jesus Maria und Josef, ist das eine Barzelei. So. Jetzt tun wir hier die Krümelbrösel drauf. Los, Jesus Maria. Moment. So, das haben sie zwar jetzt nicht geschrieben, aber hey, ich bin doch nicht blöd, oder? Das reicht schon so, die Sauerei, was ich nachher hier nebendran haben werde. Also ohne diese Deckschicht wäre es jetzt eine Torte gewesen. Beziehungsweise würden wir auf diese Deckschicht nochmal Sahne drüber tun, dann wäre es auch wieder eine Torte. So habe ich das jetzt verstanden. Mann, ist das ein Gemansche hier, hey. Das ist ja furchtbar. Jawohl, ja. Na gut, außen sieht man noch ein klein bisschen Sahne. Das ist mir jetzt wurscht. Aber so sieht er aus. Mein Maulwurfshaufen. So, jetzt aber
Das ist nachher unser Deckel. Jetzt hoffe ich, dass ich das Ding halbwegs sauber gleichmäßig durchschneide. Jawohl, 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 jawohl. So. Sozusagen auf den Tortenplattenersatz. Mein Holzbrettel. Gut, wir brauchen jetzt 600 ml Sahne und 500 Gramm Speisequark der Magerstufe. So steht es hier drauf. Jo, und noch 200 ml warmes Wasser. Sahne steif schlagen, wieder mal. So, dann mache ich jetzt die Sahne. Hier haben wir jetzt noch zwei Beutel drin. Den Quarzzucker brauchen wir dann morgen. Nee, später. Mischung für die Füllung. Sahne steif schlagen, Mischung für die Füllung in eine Rührschüssel geben, warmes Wasser hinzufügen und mit einem Schneebesen gut verrühren. Quark portionsweise unterrühren, dann Sahne unterheben, Füllung auf den Boden verstreichen, bla 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 bla. Okay, machen wir so. Kommt die Mischung hier erst einmal rein. Quark. Also Leute, ich rühre jetzt die Sahne. Mach dann das hier und tu den Quark mit unterheben, unterrühren. Wenn die Sahne dann fertig ist, kommt die auch, ja, auch da rein. Gut, dann mache ich jetzt eine Weile aus, wächst im Krach. Sahne schlagen habt ihr ja vorher gesehen, funktioniert. Und ja, ich schalte dann einfach wieder ein. Der Krach ist vorbei und das Zeug hat sich da drin so gut wie aufgelöst. Tun wir jetzt den Quark da unterrühren, unterheben, wie auch immer. Ich glaube, da nehme ich den Schneebesen besser. Ja, definitiv. Weggucken, das gehört nicht ins Rezept rein. Sogar hier habe ich eine Rezeptabwandlung. So ist lecker. Genau wie ich das mag.
Lalalalala. Lalalalala. Heiligsblechle. Ja, und dann kommen wir mit dem Boden beziehungsweise den Deckel. Und jetzt weiß ich natürlich auch nicht, wie korrekt meine Angabe vorher war mit Torte und Kuchen, weil im Prinzip haben wir ja hier auch das Gebackene oben und keine Sahneschicht drüber. Und naja, aber das Ding kommt jetzt in den Kühlschrank und das kommt dann kurz vorm Servieren noch drüber. Und Leute, ich glaube, das Video geht dann noch weiter, wenn ich den Dekorzucker drauf tue und die Torten anschneide. Das gehört einfach in ein Video rein. Das habe ich jetzt beschlossen. Okay. Ja, leicht verschoben. Naja, wird schon gehen. Also, ab in den Kühlschrank. Und morgen später gibt's das dann. So, meine Lieben, nächster Tag, neues Glück oder so ähnlich. Dann wollen wir mal hier meine Käsesahnetorte, Käsesahnekuchen. Hör mal. Aus der Springform befreien. Jawohl, jawohl, jawohl. Und dann noch schön einpudern. Funktioniert das? Ja. Machen wir aber mit dem Löffel. Guten Puderzucker hätte ich jetzt zur Not jetzt auch da noch. Ich glaube, den brauche ich auch noch. Ja, das war ja eh fast klar, dass der Zucker, was dabei ist, nicht ausreicht. So, meine Käsesahne-Torte-Kuchen ist fertig. Schauen wir uns gleich noch ganz genau an. Und jetzt gibt es erst einmal von der Füllung ein Probierle. Sehr lecker. Ihr hättet sogar noch zwei Päckchen von dem Vanillezucker mit reintun können. Dann wäre es noch besser gewesen. Für mich. Aber so ist schon gut. Tja, Freunde. So sieht das Ding aus. Yummy. Ja, und somit ist das Video immer noch nicht beendet, weil ich halt dann oder lasse die Cam dann noch draufhalten, wenn ich dann später die beiden Teile anschneide. Den Anschnitt wollen wir doch auch noch haben. Ja, und hier habe ich getropft mit dem Wasser. Egal. Ja, so schaut es aus. Und ich bereite jetzt alles soweit vor für meine Gäste, wenn sie denn kommen. So, meine Lieben, es ist soweit. Torte und Kuchen. Kuchen und Torte. Naja, wie man es nimmt, können angeschnitten werden.
Welchen willst du zuerst, den Maulwurstkuchen oder die Käsesahne? Käsesahne. Also kriegst du zuerst einen Maulwurstkuchen. Das habe ich nämlich genau gewusst, dass du sagst Käsesahne. Deswegen gibt es jetzt erst ein Stück Maulwurstkuchen. Aber tröste dich, ich mach's genauso für mich. So. Na, komm her, du blöder Teller. Also ich würde mal sagen, das Ding sieht richtig gut aus. Hier ist noch eine Gabel. Dankeschön, ich wusste doch, dass wenn ich Käsesahne sage, du mir den Maulwurfkuchen gibst. Ja. So. Und für mich auch ein Stückchen. Und ich frage mich gerade, für was ich das Ding hergerichtet habe, wenn ich es mit dem Messer runterhebe. Und den sehen wir nachher. Aber Leute, jetzt kommt endlich das Probiererle. Ich glaube, dieses Video geht jetzt auch schon bald eine Stunde oder so. Lecker. Definitiv leckerer als die, wo ich die letzten Jahre gegessen habe. Also, nachher dann gleich Käsesahne. So, meine Lieben, letzte Runde vom Backe-Backe-Kuchen-Video. Käsesahne. Genau genommen meine Lieblingstorte-Kuchen. Komm, das hebe ich jetzt auch wieder mit dem Messer raus. Käsesahne in zwei Stücke. Hä? Käsesahne in zwei Stücken, das ist deins und der Rest meins. Ja, ja, einen alten Scheiß. Aber du kannst später gerne noch was mitnehmen. Bitteschön. Dankeschön. So. Ich mag vielleicht keine Schwarzwälder Kirschtorte schaffen können, noch nicht, aber das hat sehr gut hingehauen. Und jetzt gibt es natürlich von dem hier auch noch ein Probiererle. Käsesahne. Genau so muss eine Käsesahne schmecken. Richtig geil. Wir lassen uns die jetzt schmecken. Und Leute, das war's dann mit dem Backe-Backe-Kuchen-Video. Wir sehen uns das nächste Mal. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen nach oben, würde mich freuen. Nettes Kommentar, Abo, ja, ihr wisst Bescheid. Ciao, Jakowski, bis zum nächsten Mal. Tschüss.